Der UN-Migrationspakt ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen allen UN-Mitgliedstaaten, der keinen geringeren Anspruch hat, als Migration weltweit zu ordnen. Er soll dieses Jahr im Dezember in Marrakesch unterzeichnet werden und bereitet ein weltweites Menschenrecht auf Migration vor. Prinzipiell handelt es sich um ein berechtigtes Anliegen, Migration zu ordnen. Doch schauen wir uns genauer an, wie der UN-Migrationspakt Migration ordnen will. Wenn man sich die Ziffer 21 des Entwurfs ansieht, dann wird eines vor allem deutlich. Sammelabschiebungen sollen in Zukunft verboten werden, die Familienzusammenführung erleichtert, Inklusion in den Arbeitsmarkt betrieben werden, also der Zugang in den Arbeitsmarkt, auch im Niedriglohnsektor soll möglich werden. Sogenannte Klimaflüchtlinge sollen berücksichtigt werden und die Möglichkeit haben, im Bereich des sogenannten Resettlements innerhalb der UN-Mitgliedstaaten umverteilt zu werden. Hier ist insbesondere die nationale Ebene von Interesse, wenn man sich den Paragraph 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz ansieht, dann kann man dort feststellen, dass sogenannte Klimaflüchtlinge in Zukunft nicht einmal mehr ein sogenanntes Asylprüfungsverfahren durchlaufen müssen. Und das alles führt eben nicht dazu, dass Migration geordnet wird. Letztendlich führt der UN-Migrationspakt dazu, dass Migrationsbeschränkungen aufgehoben werden, dass keine Unterscheidung mehr zwischen regulärer und irregulärer Migration stattfindet und man dadurch das bisherige Migrationschaos versucht zu ordnen, indem man eben nachträglich legitimiert, was 2015 und auch schon davor stattgefunden hat. Wird die Bundesregierung dieser Tage auf den UN-Migrationspakt angesprochen, dann entgegnet sie reflexhaft, dass es sich dabei ja lediglich nur um eine Selbstverpflichtung handeln würde, die keine rechtliche Verbindlichkeit begründet. Sieht man sich aber zum Beispiel die Pariser Klimaschutzziele an, dann wird eines deutlich, auch hier handelt es sich um eine Selbstverpflichtung, die aber in der Praxis eben wie eine Verbindlichkeit behandelt wird. Außerdem, wenn Staaten über längere Zeit so eine Praxis aufrechterhalten, kann ein sogenanntes Völkergewohnheitsrecht entstehen, was letztendlich bedeuten würde, dass aus dieser Selbstverpflichtung eine rechtliche Verbindlichkeit werden würde. Insofern ist das Ganze kritisch zu begleiten und wir können an dieser Stelle auch nur darauf aufmerksam machen, dass Länder wie Österreich, Ungarn mit Viktor Orban, die Vereinigten Staaten und auch die Polen wohl und Italiener das erkannt haben, kein Interesse daran haben, dass in Zukunft die Hoheit über die eigenen Staatsgrenzen verloren geht und die Migrationsfrage in die Hände der multilateralen Ebene gelegt wird und weiterhin eben ihre Souveränität bewahren möchten. Das sollten wir auch. Insofern ist es gut und wichtig, dass wir diese Woche in den Deutschen Bundestag das Thema UN-Migrationspakt eingebracht haben und auch darüber abzustimmen sein wird. Hier können wir sehen, wie sich die Abgeordneten der Parteien verhalten und wem wirklich daran gelegen ist, unsere Heimat, so wie wir sie kennen, zu bewahren. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.